Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video von Hearthstone. Und zwar will ich erstmal, bevor wir hier überhaupt was anfangen, wollte ich erstmal noch sagen, Leute, zu dem Stream vom Donnerstag, das war der gestrige Tag, also der 2.2.2017, da hat das Ganze ja mit den Donations nicht so ganz funktioniert. Ich habe da jetzt mal nachgeguckt und ich habe mega den großen Fehler in meiner Materie gehabt, liebe Freunde. Und zwar lag es einfach daran, dass diese ganze Donation-Sache hier nicht angezeigt wurde, weil mein PayPal-Konto nämlich nicht dafür ausgelegt war, Geld aufzunehmen, sondern nur abzugeben. Das habe ich natürlich geändert und kaum habe ich das geändert, gab es bei mir plötzlich auf dem Headset die ganze Zeit dieses Gebimmle, von wegen, weil die drei Leute hier ja hier donated haben. Nochmal vielen, vielen Dank hier an Krulex. Bei dir habe ich leider zu spät auf die Aufnahmetaste gedrückt. Ihr werdet jetzt hier wahrscheinlich sehen, weil ich das einfach eingespielt habe. Ich habe dann, wo ich das gehört habe und gesehen habe, schnell auf meine Aufnahmetaste gehämmert. Vielen Dank an Krulex natürlich für deine Donation. Vielen Dank an den lieben Bär für die Donation und natürlich auch an den Hans. Schön, dass ihr donated habt. Ihr habt, Leute, und jetzt kann ich euch noch was zeigen. Nochmal kurz zwischendrin, sorry, dass ich da unterbrochen habe. Vielen, vielen Dank für die Donation. Und zwar kann ich euch das jetzt mal zeigen. Wir machen nämlich hier, zack. Und da seht ihr nämlich jetzt den Donation-Balken. Und ihr seht schon, Leute, wir haben schon einen Döner hier erreicht, Leute. Der erste Döner ist drin. Das sind fast drei Arenen, die wir damit spielen können. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das nicht so. Es sind 6 Euro, Leute. Also ich sehe das jetzt hier nur auf einem kleinen Fensterchen, deswegen kann ich das nicht zu 100% sagen, auf diesem OBS-Fensterchen. Es sind 6 Euro, Leute. Es sind drei Arenen. Das sind ein Döner und eine Arena schon mal, Leute. Und was wünscht man sich mehr? Nochmal vielen, vielen Dank an die drei für die Donation. Und ja, sorry nochmal, dass es nicht funktioniert hat. Jetzt funktioniert alles. Ich habe alles perfekt eingestellt. Ich hoffe, dass wir so weitermachen können. Und ja, wir starten jetzt in das Ganze rein, machen das hier ganz mal wieder zu. Und wir spielen ja heute was Interessantes so durcheinander. Ich will ehrlich gesagt hier die Schamanen-Quest im Moment nicht machen. Wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viel Schamane gespielt, sind ja damit auch mit dem Ranked relativ hochgekommen. Vielleicht können wir mal wieder was anderes spielen. Irgendwie, ich hätte mal wieder Lust auf was habe ich denn Lust im Moment? Wir können mal wieder Warlock spielen. Oder spielen wir einfach mal eine Runde Wild. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen in den Wild-Mode, habe ich gerade Lust drauf. Wir können ja... Was spielen wir? Wir spielen einfach mal hier die zwei Decks, den Mexikaner und den auf die Eier-Druide. Jetzt gucken wir einfach mal, welches davon besser läuft. Erstmal eine Runde mit dem Druiden. Das ist ja das Deck, wo ich auf Rang 10 damit gekommen bin. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Sache, muss ich sagen. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Deck so weit hochkommen wird, aber es ist sehr, sehr erfolgreich, wie ich finde. Wirklich sehr, sehr erfolgreich. Jetzt gucken wir einfach mal. Das Deck ist ja so ähnlich auch im Internet drin, auf hearthporn.com, ne, .de, ne, com ist es doch, oder? Ich weiß es gerade nicht. Es ist in einer ähnlichen Variante da drin, aber ihr müsst halt bedenken, liebe Leute, es ist so, dass ich hier noch ein bisschen was geändert habe. Und zwar, einerseits habe ich, zumindest in meiner Version, habe ich ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich doppelten Jeeves reingetan, weil mir der Card Draw eigentlich sehr, sehr wichtig ist hier an der Stelle. Spielen gegen den Prinz Malchesar Deck. Ich finde es interessant, diese Reno-Decks sind irgendwie meistens hier im Wild-Modus mit Prinz Malchesar verbunden. Obwohl man das halt in den normalen Dings hier Decks bei, im, oh mein Gott, im Standard-Modus eher weniger sieht. Sehr, sehr interessant, meiner Meinung nach. Mal gucken, ob wir gegen den Mage ankommen. Eigentlich ist der Mage eins der besseren Matchups, wie ich finde. Sehr, sehr gut. Wir spielen also ihn hier raus. Wir machen hier Hit-Hit. Er kann jetzt hier Ping-Hit machen. Das ist okay. Wir spielen dann Taunt drauf. Wir haben einen 2-2er-Dude. Können dann auf jeden Fall den Mana-Wurm töten. Haben dann immer noch einen relativ guten Arcane Explosion. Ist uncool. Coin, Arcane Missiles. Oder was kommt jetzt? Nee, Babbling Book ist okay. Das Problem ist halt, er hat jetzt hier Vorteil. Das ist uncool, aber in Ordnung. Wir können uns unser Board immer noch relativ gut retten. Wir holen uns also die Hero Ability, hitten hier einmal rein, machen einen Turn, machen nichts weiteres. Und er hat uns Zoo halt komplett zerstört über die Arcane Explosion. Ich hätte nicht gedacht, dass er sowas spielt, aber anscheinend ist es vielleicht doch ein bisschen in die Meta gerückt. Das Gute ist, wir können als nächstes Ooze Taunt Combo machen. Damit haben wir zwei Taunts eigentlich, die relativ stark sind. Okay, er will hier über Spell Damage gehen, das ist nicht so ganz gut, aber auch nicht so wirklich problematisch im Moment. Spielen also Oozes raus, geben den Ooze Taunt und machen End Turn. Es kann halt sein, dass er unser Board damit relativ easy going rippt. Es ist schon gut, 2, 3, 4 mit Taunt, oder? Für 4 Mana. Das kann man schon mal machen. Jetzt wisst ihr auch, warum dieses Deck eigentlich im Wald nur gespielt werden kann und warum der hier gebannt ist, weil der Ooze einfach mega sick war in der Kombo.
für 4 Mana ein 3-4er, da kann man sehr, sehr wenig erstmal dagegen setzen. Klar, er könnte Feuerball machen oder Frostbolt machen, das würde ihn töten, kostet aber 2 Mana und müsste dann trotzdem noch hitten. Und das ist schon ganz schön krass. Okay, er setzt den Frostbolt wirklich ein, kann dann hier auch noch den zweiten Trade machen, damit haben wir aber wieder Board Control. Das Problem ist nur, dass er unsere Minions jetzt langsam hier ausradiert, was mir nicht so wirklich passt. Ich denke nicht, dass er da drauf pingen würde. Es hätte mich gewundert, wenn ich ehrlich bin. Hat er aber ja auch nicht gemacht. Sehr, sehr gut. Wir machen also hier zack. Machen hier zack. Mal Shield for Argus. Gehen Face, machen End Turn. Weiter geht's. Wir zoomen jetzt hier ordentlich mal raus. Wir haben auch schon 9 Health verloren. Das ist aber nicht so schlimm. Es geht ja noch weiter. Ich hoffe einfach, dass er unser Dragon Egg hier jetzt nicht so wirklich anhittet, weil dann würde ich nämlich ordentliches Damage rauskriegen. Hier mit Power of the Wild könnten wir dann alles buffen, spielen Sie raus, Power of the Wild. Am besten wäre jetzt noch ein Soul of the Forest noch so zum rausspielen. Aber da müssen wir halt einfach mal noch gucken. Soul of the Forest, Power of the Wild wäre wahrscheinlich eine der stärksten Kombos. Oh, da kommt das Sheep raus, Leute. Sheep ist hier ganz schön dreist, aber es ist gut gespielt von ihm von der Seite aus gewesen. Das sieht doch auch schon mal nicht schlecht aus. Dann machen wir nämlich hier so. Dann kommt nämlich jetzt er hier raus. Dann machen wir hier den Hit. Dann kriegen wir ihn hier raus. Dann spielen wir so, geben allen +1/+1, spielen Hero Ability, Hit und Push, 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 Push. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum hast du ihn nicht rausgespielt, das liegt ganz einfach daran, weil ich nicht will, dass er auch noch an einem Blizzard verreckt. Wir müssen mindestens eine Karte haben, die den Blizzard übersteht. Wir haben jetzt 1, 2 Karten, die den Blizzard übersteht. Und hier kriegen wir noch einen Drake, der sogar dann angreifen kann. Die Frage ist halt nur, ob er einen Blizzard hat. Wir hätten hier so krass zoomen können, dass wir im nächsten Zug auf jeden Fall so viel Damage machen, dass er fast tot ist. Wenn wir einen Savage Roar finden würden, wäre das natürlich lethal für uns. Ich meine, +3 auf jeden wären allein 5, 10, 10, 15... 20, 20 und 6 wären 26, 26 +4, +6, oder macht es +2 oder +4? Ich weiß es gerade gar nicht, +2. Es macht nur +2, gell? Code of Cold ist uncool, aber jetzt auch nicht problematisch. Er bereitet hier wahrscheinlich vor für den nächsten Spell, den er jetzt dann spielen wird. Er pinkt jetzt noch irgendwo rein, denke ich. Ja, er pinkt das Schaf weg, das ist nicht schlimm. Ich denke halt deswegen, aufgrund dieses Spielzugs, wird er kein Removal haben. Das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt Chief rausspielen konnten, ist es relativ schön, weil wir über Chief halt jetzt erstmal wieder 3 Karten ziehen. Und damit halt, oh mein Gott, Soul of the Forest wäre ja so gut. Soul of the Forest, Savage Roar, hier die beste Combo. So, sorry für die Unterbrechung, musste gerade hier noch ein bisschen was gequatschen. Aber ihr seht, so einfach kann es sein. Er hat nichts gehabt, wo er hier jetzt was dagegen machen hätte können. Der Druide ist ganz schön stark, Leute. Der Druide ist ganz schön stark. Flamestrike hätte hier nicht mal das Board komplett ausgerottet. Und dann hätten wir trotzdem noch mit Savage Draw auf jeden Fall hier meiner Meinung nach einen Sieg rausholen können. Einfach, weil wir so ein aggressives Board hatten. Einfach, weil wir so ein mega aggressives Board hatten. So. Noch eine Runde mit dem guten Druiden gegen wahrscheinlich den stärksten Gegner dieses Druidens. Und zwar ist es nämlich der Schamane, einfach weil er so fucking viel Removal hat. Defend of Argus könnte man sich überlegen, ob man behält. Wir wollen ihn aber weg haben, dass wir auf jeden Fall einen safe One-Drop haben. Ein One-Drop, zwei Two-Drops, ist eigentlich perfekt. Können sehr, sehr gut den Argent Squire rausspielen, können dann das Nerubian Egg rausspielen. Dadurch kann er halt keine AOE mehr spielen. Das ist sehr, sehr gut und wir können dann auf Turn 3, können wir sogar, wenn wir das wollen, dann schon Soul of the Forest spielen. Das Problem ist nur dadurch, dass der Schamane so viel Removal hat, wie jetzt zum Beispiel hier dieses Maelstrom Portal und oder Waffen plus minus andere Sachen, ist es halt doch ganz schön böse. Natürlich ziehen wir Patches hier auf die... auf der Hand direkt. Das ist auch uncool, wenn sowas passiert. Ich meine, es ist unglücklich, aber es ist jetzt noch nicht das Ende dieses Decks, wie jetzt bei anderen Sachen. Kea nutzt hier die Hero Ability, um sich einen Totem zu holen. Hoffentlich kein 1-1er Totem. Nein, 0-2er Taunt. Das ist in Ordnung. Wir spielen also raus. Nerubian Egg. Hit. Mess from Portal würde, könnte er schon auf der Hand haben. Deswegen spielen wir Patches an der Stelle noch nicht raus. Patches können wir noch im nächsten Zug spielen. Doppel Soul of the Forest auf der Hand ist nicht so cool.
Ich hätte gerne lieber irgendwas, um den Echoing Ooze zu buffen oder halt unseren Board zu buffen. Okay, er macht nochmal die Hero-Ability, hittet jetzt den 1-1er wahrscheinlich weg. Hat auch noch das Heal, den Heal gezogen. Das ist eine Schweinerei, weil wir den Torn jetzt nicht mit Patches wegmachen können. Komm, irgendwas Gutes. Okay, da kommt der Buff schon mal. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir spielen also Patches raus, Hero-Ability, Hit, Hit. Das Problem ist halt, die Waffe ist halt so stark schon, dass er halt unser Board removen kann, soweit es geht. Und das ist so die Problematik im Moment. Solange er unser Board so stark removen kann, ist es nicht gut wirklich für uns. Und wir können halt nichts dagegen machen. Da spielt er nämlich schon den Taunt raus, den 5-5er Taunt für 4 Mana. Es ist Midrange, Leute, es ist Midrange. Und ihr seht, durch diese, allein dadurch, dass er die Waffe auf 1 hatte, hat er schon unser ganzes Board clearen können. Wir hätten nichts dagegen machen können. Absolut gar nichts. Wir holen jetzt hier ein paar 1-1er raus, machen Endturn an der Stelle. Ich hätte den hier noch rausspielen können. Wäre aber nicht die idealste Sache gewesen. Können im nächsten Zug immer noch ihn rausspielen, Soul of the Forest spielen. Ist ein guter Play, meiner Meinung nach. Ist ein guter Play, aber den Coin können wir vielleicht noch für andere Sachen gebrauchen. Wie zum Beispiel für im nächsten Zug dann irgendwie was Dickes rausspielen. Wie zum Beispiel Savage Roar wäre nicht schlecht. Wenn er unser Board jetzt nicht removen kann. Wenn er jetzt natürlich einen Lightning Strike hat, ist es schon mal GG. Und dann merkt man halt doch einfach, dass der Schamane ist, glaube ich, wirklich das einzige Deck, wo dieses Deck hier so wirklich Probleme dagegen hat. Einfach wegen den starken, billigen Removal. So viel kann ich halt einfach mal sagen. Okay, er macht das hier, spielt jetzt wahrscheinlich Hero Ability, Lightning Strike, Jade Lightning. Das ist okay. Lässt damit also unsere Minions hier übrig, spielt noch eine Claw raus, ist auch in Ordnung. So, schön. Der Heal, Leute, der Heal. Living Roots, gute Karte. Holen uns 2 Saplings, spielen das Ganze hier, machen End Turn, haben ein starkes Board. Wir können aber nichts machen, der Taunt ist zu stark. Das ist halt auch krass, Leute. Er hat einen billigen Taunt gespielt und ihr seht, wie krass mich diese Taunt hier schon wieder abhält davon, irgendwie was zu machen. Das ist abartig. Okay, er spielt jetzt natürlich das AOE und damit haben wir verloren. Okay, er spielt ein Jade. Es ist also Midrange Jade. Nicht Hard Jade, sondern Midrange. Das ist in Ordnung. Das Problem ist nur, wir haben eigentlich jetzt schon verloren, weil wir einfach kein Board Removal mehr haben und er sucht das Board gerade voll. Das ist nicht mehr feierlich, liebe Freunde. Sieht nach einem GG aus, Leute. Sieht nach einem GG aus. Okay, er hittet hier rein. Warum auch immer, ehrlich gesagt. Das war meiner Meinung nach kein schlauer Play. Haunted Creeper, sehr, sehr gute Karte. Wird rausgespielt. Wir packen nochmal ein Soul of the Forest auf alle drauf. Dann machen wir nämlich hier Hit. Dann machen wir hier Hit. Und hier Hit. Und End Turn. Wenn er jetzt nämlich kein Removal hat, können wir trotzdem noch das Board sehr, sehr gut beherrschen. Und dann werden Jeeves halt relativ schnell angebracht. Wenn er jetzt das Removal hat, ist es eh GG. Und dann wäre es halt auch schon vorher Good Game gewesen hier. Nicht Top Deck, oder? Warte mal, was seid ihr? Waren das Zweier? Weiß gar nicht. Hat er irgendwie einmal angegriffen? Ach hier, ja, es ist ein 2-2er gewesen, ne? Das ist okay. Es sind ganz ordentliche Sachen rausgekommen, Leute, muss ich sagen. Schade, dass ich hier an der Stelle nicht zoomen kann im Moment. Er removed halt einfach alles. Das ist der Hammer, was er da so alles ready hat. Die Wolf-Schamane, also. Sieht aber im Moment nicht gerade erfolgreich aus, wie ich finde. Wir machen mal seine Waffe weg, die geht mir nämlich ein bisschen auf den Zeiger. Er ist halt relativ gut, einfach dadurch, dass er eine Waffe zerstören kann. So, das hier raus. Wir gucken, dass wir Spell Damage auf jeden Fall killen. Wir gucken auf jeden Fall, dass wir Heal killen. Wir machen Hero Ability Hit Hit. Behalten aber dafür noch einen Minion hier, der auch noch gebufft wird. Das ist ganz okay. Aber es ist halt immer noch die große Gefahr, dadurch, dass es jetzt halt eigentlich schon GG ist, weil wir kein Jeeves oder sowas rauskriegen. Kommt es halt jetzt wirklich drauf an. Sollte er für den Fall der Fälle, wovon ich jetzt mal nicht ausgehen würde, jetzt hier kein Removal spielen oder dicken Taunt, können wir vielleicht sogar mit Jeeves wirklich noch was retten. Azurdrake ist uncool, weil er jetzt einfach mit dem... Okay, er holt sich noch einen 3-3er Golem. Dann greift er mit der Waffe an. Er kann jetzt dreimal angreifen. Das heißt, er kann mein Board schon wieder 3/4 clearen. Das ist ganz schön unpraktisch, Leute. Das ist ganz schön unpraktisch. Es wird wohl Zeit, eine Runde mit dem Ding zu spielen. Aber ihr seht... Wirklich,
der Schamane hat, Quatsch, der Druide hat halt einen großen Feind und das ist der Schamane. Und der ist halt einfach über, Leute. Der ist halt wirklich, aber ihr wisst ja, der Schamane ist eigentlich fast in jedem Ding gerade über. In jeder Meta, egal ob Wild oder Ding. Das heißt, wir halten uns jetzt hier eigentlich nicht mehr lange auf. Das ist ein GG, wir können eigentlich hier nichts mehr machen. Er hätte jetzt auf 8 Mana, hätte er irgendwie Rack gespielt, hätte er uns im Board gewiped oder sonst was. Uncool einfach nur. Einfach nur uncool. Deswegen spielen wir jetzt noch eine Runde mit dem Mage. Und zwar mit dem Mexikaner. Er ist ja ein bisschen midrangey. Er ist nicht so anfällig für krasses Removal oder sowas. Das ist sehr, sehr gut. Und deswegen spielen wir das Ganze jetzt mal. So. Nehmen wir, muss ich mir jetzt mal hier unten kurz auf meinem Handy was schauen, weil ich nämlich die ganze Zeit gerade schon wieder am Vibrieren ist, wie irre. Doppelfeuerball. Und wir spielen schon wieder gegen einen Schamanen, Leute. Die Meta ist kaputt. Die Meta ist kaputt. Schamane, Schamane, Schamane. Die ganze Zeit nur Schamane. Okay, kein Cogmaster, das ist sehr, sehr schade. Aber dadurch, dass wir mit Rangy spielen, ist es in Ordnung für uns. Wir müssen nur aufpassen, dass er nicht zu aggressiv durchstarten kann. Grüße, lieber Schamane. Du bist sicherlich ein Penner, wie ich dich kenne. Deswegen Klappe. Coin, was kommt? Hero Ability? Okay, Coin Hero Ability Midrange, Leute. Midrange, maybe. Yes, no, maybe, I don't know. Dr. Boom schon mal auf der Hand. Ihr seht also, Dr. Boom spielt man auch in dem Deck. Strongste Karte, meiner Meinung nach, wirklich stärkste Karte. Das Deck geht ja eigentlich nur von 1 bis 7 Mana. Das ist schon eigentlich. An sich ist das relativ viel für ein aggressives Deck. Aber vom Prinzip her ist es sogar noch eins von den billigen aggressiven Deck. Okay, Doppel-Anneutron. Ist eigentlich ganz gute Sache. Wir werden trotzdem nur einen rausspielen, einfach weil ich will jetzt hier nicht, dass er ordentliches Board kriegt. Nächsten Zug können wir mit dem Goblin Blast Mage ordentlich was machen. Er könnte jetzt auf Turn 3, er hat zweimal eingesetzt, das kostet 5 Mana, könnte er jetzt sein Ding spielen. Okay, er spielt den Overload Dude raus, das ist in Ordnung, den können wir auf jeden Fall removen. Wir spielen den Goblin Blast Mage, hoffen, dass er mindestens zweimal in den Overload Dude trifft. Natürlich trifft er nicht zweimal in den Overload, Dude. Wir töten ihn, weil aus Gründen, die euch sicherlich bekannt sind, er ist sonst zu strong, wenn er gebufft wird, wenn er irgendwie jetzt halt das AOE macht, das Overload gibt, ist er auch noch auf dem Board und es wird dadurch auch noch stärker. Das ist eine ganz schön gemeine Gemeinheit, wie ich finde. Irgendwann mal kommt jetzt natürlich der 5er Taunt raus, der gute, wie heißt denn der Taunt nochmal hier? Der Thing from Below. Das gute Thing from Below. Er holt sich Double Feral Spirit. Das ist sogar eigentlich ganz gut für uns, wie ich finde. Sehr schön. Zack, wir holen uns also hier irgendwas Cooles raus. Oh, das, ja, den spielen wir mal aufs Board auf jeden Fall. Den kann man immer gebrauchen. Dann machen wir hier so. Mal hier so und so. Wir brauchen ja eigentlich hier nichts billiger spielen. Wir spielen ihn noch raus. Hoffen, dass er das Board Removal dafür raushaut. Weil, liebe Leute, für was ist der Clockwork Gnome hier eigentlich zu gebrauchen in dem Deck? Einfach mal so kurz als kleine Erklärung. Der Clockwork Gnome wird eigentlich meistens in diesem Deck gespielt, einfach um zu sterben. Er bringt nämlich euch eine Karte wieder zurück, die ein Mana kostet und die ihr sehr gut mit dem Archmage Antoni das kombinieren könnt. Falls ihr Archmage Antoni das natürlich nicht kennt, ist es so eine Sache. Der Archmage Antoni, das ist halt einfach ein Minion, der euch für jeden Spell, den ihr rausspielt, ein Feuerball gibt. Und das ist ganz schön gut, Leute. Das ist extrem gut. Ich meine, stellt euch mal vor, okay, Archmage Antoni das, ihr spielt, ihr beide Clockwork Gnomes sind gestorben, ihr spielt also auf 9 Archmage Antoni das, könnt euch damit 2 Feuerballe holen und im nächsten Zug macht ihr dann 12 Schaden. Oh, der Gegner will natürlich nicht, dass der Archmage auf dem Board bleibt. Das ist so immer so eine Sache. Immer ein bisschen vorausdenken und vor allen Dingen Zeit lassen beim Spielen. So, Trog, dann kommen jetzt die Doppeltaunts wahrscheinlich wieder, so wie ich den Schamanen kenne. Okay, ne, er hielt sich für 1. Leute, er kostet auch Overload. Das ist interessant. Das habe ich nicht gewusst, dass der Overload kostet. Frostbolt hier an der Stelle eine mega gute Karte. Wir spielen nicht Dr. Boom, sondern machen Frostbolt. Firebolt. Behalten damit unser Board, machen Hit, 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 machen ihm wieder mehr Schaden als gedacht. Dr. Boom kommt im nächsten Zug raus aus Clear Board mehr oder weniger und ansonsten können wir das Board clearen. Er hat nur noch 6 Mana übrig. Für 6 Mana kann man nicht so viel rausspielen. Fire Elemental wäre möglich. Da kommt das Fire Elemental auch schon, das ist sehr, sehr gut. Dann gucken wir jetzt mal. Dr. Boom ist hier wohl der Typ, den man haben will.
So, Face, Face und jetzt macht Dr. Boom den Rest. Ich meine, wir machen, können theoretisch allein schon 8 Schaden mit unseren Minions machen. Er muss erstmal den Taunt wegkriegen und dann noch den Dr. Boom. Devolve wäre hier an der Stelle echt uncool, aber ich meine, es könnte auch schlimmer sein. Okay, er hat das Hex ready, das kostet ihn aber schon mal 3 Mana. Kann jetzt hier Damage machen übers Board verteilt. Okay, spielt einen Drog. Er macht wahrscheinlich Damage. Er will nicht, dass sein Fire Elemental stirbt. AOE, wie heißt es nochmal hier? Lightning Storm. Kann sehr, sehr gut sein. Okay, Hero Ability, das heißt, er hat auf jeden Fall keinen Lightning Storm übrig. Das heißt, er macht hier das Portal. Nein, macht er nicht. Das ist interessant. Damit kommt er ja gar nicht durch. Missplay, Leute. Missplay. Können wir ihn leveln? Nein, wir können nicht. Ping Hit. Gucken, wie die Bombe fliegt. Ein Damage. Ein Damage ist richtig schlecht hier an der Stelle. So, dann gucken wir nochmal. Wir hätten 7. Wir spielen Mac, Taunt, Board, Hit, Damage schießen. 3 Damage, sehr schön. Ansonsten können wir jetzt halt ihn im nächsten Turn theoretisch finishen über unsere Time Rewinder Mana Wurm Combo, die wir natürlich schon ewig geplant haben, nicht. Ist eine ganz coole Sache. Er könnte jetzt hier mit einem Ding haben, einem Board Removal, wie heißt das Ganze hier nochmal? Elemental Destruction. Elemental Destruction würde halt alles töten von uns theoretisch, von uns beiden aber, außer unseren 1-2er Anoyotron, der halt hier durch das Divine Shield halt einfach easygoing überlebt. Und das ist halt das, was man halt wirklich auch vom Anoyotron erwartet, wenn man so will. Das ist halt auch das, was man erwartet. So, was kommt jetzt hier noch? Was hat er jetzt sich gerade gezogen? Taunt oder sowas rausgezogen? Ich meine, man kann ja hier auch was von Druiden ziehen. Healing Wave hat er rausgekriegt aus dem Lotus Agent. Und oh, er kriegt plus 14, Leute. Plus 14 ist strong. Das hat ihm natürlich nochmal ein bisschen den Arsch gerettet. Wie viel Schaden machen wir jetzt? Wir machen 10, 11, 12, 13, 14. Wir machen keine 16 Schaden. Doppelter Mana-Wurm. Spielen also Mana-Wurm raus. Dann greifen wir an für 3, 2, 7. Moment. Nein, noch nicht mit dem. Dr. Boom back. Dr. Boom wieder raus. Hit and turn. So. Die Mana Wurm Combo war real. Weil jetzt ist es nämlich so, selbst wenn er jetzt hier die Elemental Destruction hat, wäre das trotzdem noch ganz schön lustig. Reno Jackson würde uns hier natürlich das Genick brechen, aber ich glaube nicht, dass er ein Spiel, das wäre ganz schön seltsam. Schamane mit Reno Jackson ist ungewöhnlich, nennen wir es mal lieber. Nicht unmöglich, aber ungewöhnlich. Okay, damit ist der Reno Jackson auf jeden Fall ausgeschlossen. Wir haben einen Taunt auf dem Board. Er spielt noch einen Totem raus, aber ich glaube, das ist jetzt schon ein Well Played. Außer er hat jetzt ein Board Removal. Hat er das Board Removal? Nee, hat er nicht, sonst würde er hier nicht reingehen. Well played. Well played. Vielleicht wollte er das auch nur baiten und jetzt tötet er uns noch. Das wäre traurig, Leute. Das wäre traurig. Wie, es reicht eigentlich. Es ist auf jeden Fall well played, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr euch das mal anguckt, er kann hier nichts mehr machen. Er kann mit keinem Angriff. Wir gehen hier durch und dann machen wir hier alleine schon 3 Damage. Was ziehen wir noch? Ein Spider Tank. Well played. Spider Tank hätten wir hier rausgespielt. Easy going. Schönes Spiel. Schönes, schönes Spiel. So, liebe Leute, das war's auch mal wieder für eine wunderschöne Folge. Wir haben einfach mal wieder ein bisschen Wild gespielt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.